Einen wunderschönen guten Abend aus Dresden, aus der Energieverbundarena zum zweiten Duell innerhalb kürzester Zeit zwischen zwei Löwen. Die Dresdner Eislöwen heute Gastgeber gegen die Tölzer Löwen. Supis und Kramer im Zusammenspiel. Ja, Kramer versucht und chippt die Scheibe dann an die Latte. Gute Möglichkeit für Dresden. Ja, da gab es ja auch einige kritische Stimmen von den Fans, warum man an Mario Lemmo den Vertrag nicht verlängert hat. Aber da gab es wohl auch gesundheitliche Bedenken. Flade, ja, musste aufpassen. Flade mit dem Fehler verliert die Scheibe. Gefährlich vor das Tor. Ritter. Und der Ritter war dann die Scheibe. Rumprich mit der Seitenverlagerung auf Neuhand. Ja, gute Möglichkeit auf Randreppen mit der Matte. Ja, Pfleger holt sich die Scheibe dagegen. Dotzer. Möglichkeit für Reed Gardner. Scheibe am Tor vorbeigezogen. Ja, Kramer nochmal mit der Nachschussmöglichkeit. Maximilian Franzrepp, Knaxnet gewinnt das Pulli für Dresden. Komplett frei. Knaxnet nochmal mit der Möglichkeit. Aber wieder ist Franzrepp zur Stelle. Knaxnet auf Ritter, der mit dem One-Timer, aber wieder gehalten von Maxi Franzrepp. Flade mit dem Fehler, Edfelder für Tölz. Helenius bleibt diesmal Sieger. Von den Kürzschläger dabei gebrochen, muss zum Wechseln fahren. Oh, Fehler von Franzrepp da. Da haben wir ihn gerade noch gelobt. Helenius spielt mit. Oh, gefährlicher Pass durch den Slot, aber kommt an. Nick Hertz. Nächste Möglichkeit, Franzrepp. Hat die Scheibe aber sicher. Und dann gibt es da noch ein paar Worte auch von Luba Dibelka Richtung Nick Hertz. Pfleger. Oh, guter Pass auf Dibelka, der mit dem Schuss. Nachschuss für Lemaru. Aber am Tor vorbei. Der Kapitän der Dresdner Eislöwen, Jordan Knaxted, jetzt bei mir zum Interview. Ja, Jordan, you are better in the game, so how would you summarize the first 20 minutes? Yeah, it was not a bad period for us. I think we got to get more shots, go to the net more and get maybe get a couple greasy goals. Ja, ich habe ihn jetzt zu Beginn gefragt, wie er das erste Drittel einschätzt. Die Dresdner Eislöwen eigentlich besser drin. Da hat er gesagt, ja, es ist eigentlich ein gutes Drittel der Dresdner und man muss jetzt den Druck nach vorne erhöhen, um dann einfach noch ein paar Tore oder überhaupt Tore erzielen zu können. So now there are 40 minutes ahead, so what will be important in this 40 minutes? I think we just got to control the puck, don't have turnovers, make them earn their chances and then get the pucks deep and go to work. Ja, yeah, we wish you best of luck for this. Thank you. Thanks a lot. Zum Abschluss habe ich ihn jetzt gefragt, was natürlich in den letzten 40 Minuten wichtig sein wird. Und da hat er gesagt, ja, man muss den Puck kontrollieren, also wenig wie möglich Turnovers einleiten oder kassieren und dann einfach zielstrebig zum Tor hinarbeiten. Und zum Abschluss habe ich ihn einfach noch verabschiedet und ihm viel Glück für die nächsten 40 Minuten gewünscht. Jetzt haben wir die Möglichkeit für Tölz. Aber Helenius mit der Matte. Und Dresden bekommt die Scheibe raus. Lemmo. Boah, lässt er seinen Gegenspieler aussteigen. Lemaru, Tor! Starkes Tor von Mario Lemaru. Ja, an alter Wirkungsstätte schießt Mario Lemaru die Tölzer Löwen zum 1:0. Er kommt dazu einfach an Arno Ublecker vorbei und überwindet dann Rico Helenius, der da keine Chance hat, die Scheibe abzuwehren. Ja, über die Fanghand sogar von Rico Helenius. Tölz erkämpft sich die Scheibe, aber Dresden gut gearbeitet, Möglichkeit jetzt erhört. Und wieder Franzrepp mit dem Save, Nachschussmöglichkeit noch für Dresden, Toni Ritter. Ja, Dresden holt sich die Scheibe da wieder. Neuert. Boah, wieder Wahnsinns-Save von Maxi Franzrepp. Da ist die Möglichkeit, Mensch, Mensch mit dem Schuss, aber Helenius mit der Stockhand. Ordentlicher Check da von Knaxe gegen Marco Pfleger. Boah, wichtig der Save von Rico Helenius. Pfleger. Ja, oh, gut gespielt auf French. Riesenmöglichkeit für Tölz hier auf 2:0 zu erhöhen, aber. Pass kommt auf Ranta. Immer noch Ranta, der mit dem Pass auf Knaxe, der mit dem Schuss. Franzrepp kommt noch ran. Andreas Schwarz von den Tölzer Löwen, wie jetzt bei mir zum Pauseninterview. Ja, Spielstand nach 40 Minuten, 1:0. Wie ist dein Fazit? Ja, ich glaube, es ist ein sehr zerfahrenes Spiel. Also viele Chancen auf beide Seiten.
Ich denke nicht unser bestes Auswärtsspiel bis jetzt. Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, aber ich denke in den letzten 20 Minuten müssen wir schon einen Gang nach oben schalten. Was bei euch erstaunlich ist, ihr habt einen extrem kleinen Kader, aber von irgendwelchen Müdigkeitserscheinungen oder Kraftabbau ist bei euch einfach nichts zu sehen. Was ist da das Geheimnis dahinter? Ich glaube, Geheimnis gibt es nicht wirklich. Ich denke, wenn es gut läuft, so wie derzeit, dann hat jeder Lust auf Eishockey. Ich glaube, dann ist es mehr Kopfsache, dann gehen die Beine auch jeden zweiten Tag. Aber ich denke, die letzten 20 Minuten werden jetzt schon nochmal hart und kräftezehrend, aber wir müssen natürlich die Punkte mit nach Hause nehmen. Ja, zum Abschluss jetzt. Im ersten Drittel war Dresden klar besser. Im zweiten Drittel habt ihr jetzt ein bisschen die Oberhand gehabt. Was wird jetzt für euch im letzten Drittel wichtig sein, dass ihr die Oberhand behaltet und dann die 3 Punkte mitnehmen könnt? Ich denke, dass wir sicher als Eishockey spielen, die Scheibe über unsere blaue rüber bekommen, scheibentief, keine Scheibenverluste in der neutralen Zone, weil auf das wartet Dresden. Die haben gute individuelle Spieler, die dann die Chancen nutzen können und da müssen wir sicher als Eishockey runterspielen können. Ja, dafür wünschen wir euch viel Glück fürs letzte Drittel. Danke. Da müsste Dresden jetzt ausspielen, Knackset. Oh. Vom Posten raus und dann ist das Tor verschoben. Dicke Möglichkeit für die Dresdner Eislöwen. Ja, Scheibe war da von einem Tölzer Spieler abgefälscht. Und von da geht sie zum Pfosten. Knackset versucht, die Scheibe nochmal quer zu legen. Ja, Glück noch eins mit Tölz und dann auch Glück noch, dass das Tor dann aus der Verankerung genommen wird. Ja, keine Chance gewesen, dafür Franz Repp irgendwie an die Scheibe zu kommen. Boah, da wird Tölz jetzt tief durchatmen. Eberhard auf Pfleger, Lemmeru. Dresden muss es auch passen, immer noch Lemmeru. Oh, feine Stocktechnik von Mario Lemmeru. Oh, Glück für Dresden. French. Oh, da ist die Scheibe unter Helenius. Und dann gibt es jetzt einen Zweikampf zwischen Subis. Ja, an einem steht ein Tölzer-Löwen. Ich kann es leider nicht genau sehen, wer das ist. Mario Lemmeru ist das. Und Helenius. Ja, Lemmeru. Gibt er nicht nach, gibt er auch nicht auf. Ja, man könnte die beiden auch einfach mal lassen. Ja, ich wusste, dass das jetzt von dir kommt. Du wartest ja sehnsüchtig auf so einen Moment. Es wird Strafe gegen beide Mannschaften geben. Da sehen wir jetzt noch mal die Scheibe. Wir sehen die Scheibe halt eben nicht. Die ist unter Helenius. Boah, aber super ist bearbeitet, der Lemmeru. Ja, der Lemmeru ja aber auch nachgesetzt ordentlich. Schiedsrichter beraten sich da jetzt nochmal. Wie das Strafmaß sein wird. Lemmeru diskutiert dann auch ordentlich mit dem Linienrichter. Trump hoch an die blaue Linie, Dotzler. Der bringt den Schuss, Nachschussmöglichkeit. Oh, dicke Möglichkeit, aber wieder Franz Repp. Max Franz Repp sichert aktuell die Führung der Tölzer Löwen. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Dresden weiter im Scheibenbesitz. Hört. Knackset. Und dann der Fehlpass von Rob Ranta. Scheibe geht raus. 15 Sekunden noch auf der Uhr, das wird eng. Ein schneller Angriff noch. Scheibe muss jetzt schnell vorne. Scheibe natürlich auch Richtung Tor, Ranta, aber Lemmerhut oder mit einem guten Einsatz im Liegen. Tölz bringt die Scheibe erneut raus und somit sichern sich die Buam die 3 Punkte. Ja, aber Maxi Franzreff hat da eindeutig das Ganze gesichert. Unglaubliche Leistung von Maxi Franzreff. Ja, und der hält die Null. Ja. Also kann man nur den Hut vorziehen. Torschütze auf Seiten der Tölzer Löwen war Mario Lemmeru. Wer der Ex-Dresdner an alter Wirkungsstätte. Unser Spieler im Blickpunkt jetzt bei mir zum Interview, Rob Ranta. Ja, Rob, it's the loss against Bad Tölz. So how would you summarize the game tonight? Tight game. It's 1-0. Doesn't happen, doesn't too often in this league. It's 1-0, so I think we play good, we have chances too. That was just, I don't even remember how they score, but we have enough good scoring chance too. Their goalie was good. So. Ich habe ihn jetzt gefragt, wie er das Spiel heute einschätzt. Er sagt, ja, ein 1-0, das passiert nicht so oft. Sie haben eigentlich gut gespielt, hatten viele Chancen, aber Tölz hatte einfach auch einen verdammt guten Goalie. Somit war es dann halt einfach schwer und es ist heute einfach unglücklich gelaufen. So now on Friday it's the next game against Bad Nauheim. So what will be important on Friday? Yeah, we have to start concentrate on the next game.
pretty soon, and then I guess they haven't played that good lately, so we are in a good trend right now, so we just need to keep going and go for a win. Yeah, okay. Thank you very much. Wishing you the best of luck for Friday. You. Ja, ich habe ihn jetzt zum Abschluss gefragt, was wichtig wird am Freitag. Und da hat er gesagt, naja, man muss einfach diesen positiven Trend, den man einfach hat, versuchen hat beizubehalten. Man muss sich auf das Spiel am Freitag konzentrieren und da wirklich dann auch konzentriert spielen. Er hat gesagt, der EC Bad Nauheim hat aktuell nicht so wirklich einen guten Lauf. Die haben jetzt heute auch in Frankfurt gespielt. Da haben ja Enrico und Robin euch sicherlich schon die Endergebnisse verraten. Ja, und er hat gesagt, man muss einfach trotzdem versuchen, diesen positiven Trend beizubehalten, einfach vollkommen auf Freitag zu konzentrieren. Das war's jetzt hier. Unglückliche Niederlage für die Dresdner Eislöwen. Ich gebe es nochmal nach oben zu Enrico und Robin und wir sehen uns dann am Freitag wieder hier live bei Spirit TV.